Willkommen zur Folge Nummer 81 des Football Managers 2019. Wir konnten das letzte Auswärtsspiel endlich mal wieder einen Punkt holen. 1-1 gegen Berlin. Wir waren schon unterlegene Mannschaft und naja, wenn man sich dabei besitzt, hatten von 37%. Man hat also nicht so wirklich gesehen, dass ich eigentlich auf Ballbesitzzeiten gegangen bin. Ja, bin ich wirklich. Also eigentlich war die Standardausrichtung Kontrolle, Kurzpassspiel, ein geordneter Spielaufbau. Naja, geduldig spielen. Und obwohl wir eigentlich schon fußballerisch die bessere Mannschaft haben, ganz klar, haben wir es überhaupt nicht zeigen können. Trotzdem gingen wir durch einen Elfmeter 1-0 in Führung. Axel Witzel hat verwandelt. Normalerweise ist ja Marco Reus unser Elferschütze, aber der ist ja verletzungsbedingt noch nicht komplett fit. Also ist wieder Mannschaftstraining, aber hat auch noch Spielpraxis. Ja, gut. Am Ende gab es das 1-1 und hätten das Spiel noch verlieren können, aber haben es dann trotzdem noch geschafft. Ja, unentschieden ist in Ordnung. Wir hatten eine gute Phase bis zum Unentschieden von Davy Selke. Waren wir noch sehr gut, wie für eine zweite Halbzeit unterwegs. Danach nicht mehr so wirklich, aber man darf halt nicht vergessen, es war das erste Auswärtsspiel, allgemein das erste Spiel mit dieser neuen Systematik, und da muss man sich natürlich erstmal gewöhnen als Mannschaft. Kann man natürlich bestimmt verstehen. Nur ändert nichts daran, dass wir trotzdem langsam auswärts punkten müssen. Wir haben noch auswärts zwei Spiele. Ne, drei Spiele. Noch drei Auswärtsspiele und zwei zu Hause. Manu, Augsburg, Mainz und Hoffenheim. Zu Heimspieler gegen Freiburg und die Gladbacher Borussia. Es wird schwer, es wird schwer. 15 Punkte nach 13 Spielen, da ist schon ein kleiner Abstand von 12 Punkten auf den Tabellenersten. 9-0 bis Wolfsburg, und wenn man sieht, die gewinnen ja auch sehr viele Spiele nicht. Von daher haben wir gute Chancen. Naja. Guerreiro 5 bis 8 Tage, okay. Gegen Freiburg werde ich ihn auf jeden Fall schonen. Das ist Freiburg ein Heimspiel gegen die Bayern. Oh, kein Selbst. Und die Freiburger gewinnen gegen den FC Bayern. Man sieht wirklich. Ja, die Top-Vereine haben Probleme. Warum auch immer. Ist wohl so ein solchen Jahr, kann man sagen. Nur trotzdem glaube ich, dass vor allem Bayern jetzt am Ende doch noch irgendwie unter die Top 4 kommen wird. In der Rückrunde irgendwie. Vor allem, wenn dann die ausscheiden werden aus den internationalen Wettbewerben, beziehungsweise dann nur noch im Europacup spielen. Wonach es ausschaut. Stand jetzt, ne? Ja. Also jetzt haben wir 4 Tage bis Freiburg. Können sich Spieler wie Gomez, Reus noch weiter fit machen. Delaney zieht Transferanfrage zurück. Sehr gut. Perfekt. Anscheinend will er nicht mehr wechseln. Ist er denn noch unzufrieden? Ja, ist immer noch. Hat einen Transfer gebeten, ja, aber anscheinend nicht mehr so schlimm. Und wir haben neue Transfermittel bekommen. Oh, 99 Millionen, das heißt, damit könnten wir uns einen Hakimi leisten. Ich werde es jetzt nochmal versuchen mit etwas weniger als 98 Millionen. Aber wenn es sein muss, bezahle ich sehr gerne diese Summe. Denn Aschraf ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Der hat noch kein. Ah doch, der hat eine Champions League-Partie gemacht. Und einmal eingewechselt. Auch nicht schlecht. Angebot machen. Ich starte einfach bei 80 Millionen. Dann wissen wir, wenn die das ablehnen, wollen die 98, und dann bezahlen wir auch die 98. Können jetzt vielleicht einige rumschreien, ist doch viel zu viel, aber komm. Ist ein Riesentalent. Ach, Leipzig verliert auch. Krass. Von daher will ich auf jeden Fall ihn behalten. Piszczek wird ja die Karriere beenden. Und er ist ja jetzt schon, wie ich finde, ein besserer Rechtsverteidiger als Łukasz. Łukasz lasse ich trotzdem noch hin und wieder spielen, weil der hat da deutlich mehr Erfahrung. Deswegen. Und unser Pole macht ja immer gute. Oh, wurde akzeptiert? 80 Millionen wurden akzeptiert. Jetzt die Frage, wie viel hätten die denn noch akzeptiert? Soll ich das ablehnen, danach nochmal versuchen? Ich glaube, ich mache das. Oder? Oder könnte das. Ja, ich lehne es ab. Verhandlung abbrechen. Vielleicht schaffe ich es, noch weniger zahlen zu müssen.
Wenn da 50 sind oder 60 Millionen, das ist schon nicht wenig, ne? Kann ich ein Angebot machen? Ja, es geht gut. Frage ist natürlich nur, ob Ashraf dann verhandeln will, aber ich hoffe mal ja. Und so können wir eruieren, wie viel die Königlichen für ihn haben wollen. Zum Glück habe ich nicht sofort 98 Millionen geworden, sonst hätte ich das nie erfahren. Fulham will Delaney. Ich sag nein. Erst einmal nein. Eventuell, wenn ich dann weniger für Hakimi bezahle. 3 bis 5 Tage, okay. Schade, aber zum Glück nicht allzu lange. Kann ich sehen. Ich habe ja Isaac wieder, von daher kann er dann auf die Bank, so als Ersatz. Unser Schwede. Okay, die Spiele haben die Bayern gewonnen, auswärts, zu Hause gegen Gladbach. Haben also vorgelegt. Leverkusen, Wolfsburg auch. Schalke mit 1 Punkt. Jetzt müssen wir mal nachlegen. Wurde abgelehnt. Dann machen wir mal direkt 60 Millionen. Es wird auf jeden Fall nicht wenig sein, das ist klar. Vielleicht wollen die jetzt auch genau 80 Millionen, weil die vorhin so viel geboten haben. Ich weiß nicht, ob das Spiel das auch beachtet. Die Spieler schaue ich mir später mal. Davies Ecke brauche ich nicht, ich habe genug Spieler. Hakim Ziyech. Das war ein guter. Ein sehr guter sogar eigentlich, ne? Gerne mal behalten. Balotelli, 60 bis 83 Millionen auf jeden Fall nicht. Sorry. Ist mir ein bisschen too much. Ein bisschen too much. So, Taktik haben wir die Nummer 1, ne? Genau, unsere Heimtaktik. So, Ashraf geht nach links, wobei nach rechts geht der Piszczek nach links. Guerreiro kriegt die Pause, wie bereits gesagt. Isaac für den verletzten Fiete ab. Und Manuel Ferrey für den angeschlagenen Guerreiro rein. Weigel kann für Witzel auf seine Position und dafür Delaney. Wieder als balleroberner Mittelfeldspieler. Marco Reus darf beginnen? Fragezeichen. Ja, er darf beginnen. Eine Halbzeit wird er auf jeden Fall spielen können. Ich hoffe mal, dass er da seine Akzente setzen kann. Sollte er eigentlich können. Wir sind der Favorit. Genau, auch wenn wir nur Elfter sind. Meine Güte, selbst bei einem Sieg, ne? Schaffen wir es nur auf den 10. 5 Punkte auf den HSV. Das ist schon krass. Werdet kreativer. Ist ja immer gut, wenn man das macht, die Körpersprache. Diese Ansprache. Ich muss noch die Spielerrollen von hier ändern. Die Lady ist dann der Ballerobende, der verteidigen darf. Marco Reus treibt den Ball nach vorne auf zu Jadon Sancho, wurde aber geblockt von Vague. Gucken, ob wir den Ball noch irgendwie zurückerobern können. Diallo. Weigel hatte ihn, sehr gut. Sancho auf Marco Reus. Spielt einen guten Pass, das tut er auf Paco Alcacer. Er macht den Ball nicht rein. Chance lebt noch. Ach, schade. Aber eine gute Chance nach knapp 10 Minuten war das, glaube ich. Gut gemacht von Weigel. Pulisic nicht gut gemacht. Höfler, Pacienza. Null Probleme für Donnarumma, aber der hatte schon viel Platz, der Gonzalo. Pacienta.
Ja, nur 40% Ballbesitz. Das ist unfassbar einfach. Zu Hause auch noch, ne? Oh, den Ball verlieren wir auch, ist unfassbar. Nächster Angriff für Freiburg. Pacienza. Unfassbar. Langer Ball. Einfach mal auf Pulisic. Kriegt den Ball. Ja, das ist Freistoß. Das wird ein Freistoß. Oh, ich hätte gern Elfer, ja. Also das ist es nicht, ne, aber wird es leider nicht sein. Oh, es gibt doch Elfmeter. Okay. Marco Reus wird schießen. Marco, du kannst es. Auch mit wenig Spielpraxis. Du kannst es. Marco. Er macht ihn. 1-1. Schnelle Antwort. Sehr gut. Und gut für Marco, dass er mal wieder direkt mal ein Tor schießt. Weigel. Paco, Paco. Oh. Das war eine Riesenchance. Hm, schade. Schön aufgepasst von Weigel. Pulsiert sehr schön auf Paco, Paco. Schwer von da einen gefährlichen Schuss abzugeben. Ja, ich finde, wir setzen den Tod eigentlich ganz gut unter Druck. Trotzdem schaffen es die Breisgauer immer, sich zu befreien, wie jetzt auch. Sodass sie jetzt sehr viel Platz haben. Und Pacienza macht das 2-1. Super. So stelle ich mir das ja vor. Schön. So, offen zu stehen, wenig Ballbesitz haben, viele Chancen zulassen gegen Freiburg, bei uns zu Hause. Perfekt. Aber spielen wir das identische System, mit dem wir letztes Jahr Meister wurden. Ne? Ist unfassbar. Ich weiß erst nicht, was er machen soll, ne? Reus sehr schön raus auf Sancho. Pulisic 2-2. Gut. Noch vor der Halbzeit. Nicht unwichtig. Eventuell haben wir auch so wenig Ballbesitz, weil die so weit vorne stehen und hier dazwischen halt so viele Lücken sind. Kann natürlich sein. Deswegen habe ich hier die Flügelspieler mal halt die Spielerrollen geändert auf Flügelspieler mit Unterstützen. Naja. Können auch immer gewinnen, genau. Erstmal so lassen. Vielleicht kann ich ja zum Beispiel Isak reintun für Reus. Dann als hängende Spitze wieder. So wie ich es immer mit Fiete abmache. Reus mitten im Freistoß. Schon die Lane. Ah, geblockt. Hakimi mit einem Distanzschuss. Ich wollte gerade wechseln, aber jetzt warten mal diese Chance ab. Ob hier ein Tor fällt, was ich jetzt nicht hoffe, wenn ich sehe, in welche Richtung es geht. Oh. Gerade noch so. Gerade noch so. Hm. Isak rein. Ja, Isak rein. Als komplett, ne, als hängende Spitze will ich ihn schon haben. Unterstützen.
keine gute Körpersprache, kann man natürlich verstehen in der aktuellen Situation. So, jetzt tue ich noch Gomez rein für Delaney. Ich meine, Sergio spielt bislang immer gut, wenn man ihn reintut. Paco kann auch auf dem Flügel, ne? Ja, dann tue ich sie mal da rein, dahin. Sancho geht raus, Havertz kommt rein. So, ich will jetzt nicht zu offensiv, ich hatte gerade kein gutes Gefühl. Bisschen zurückziehen. Kann Paco denn rechts besser? Ne, kein Unterschied. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich das versuche mit verschiedenen Variationen. Mach ihn Christian. Noch 15 Minuten knapp. Man sieht, wir haben wenig zugelassen wieder, aber trotzdem zwei Tore kassiert. Aber nur vier Schüsse, es kam mir vor, als wären es deutlich mehr. Ein Sieg wäre wahrscheinlich verdient, aber am Ende zählt nur mal das Ergebnis, ne? Freiburg wieder mit Pazienza. Komm, holt ihn euch. Greift doch an, Mann. Jetzt kann Freiburg wieder langsam aufbauen, toll. Und ein Moment, Tor. Keine hängende Spitze, jetzt als Stoßstürmer. Sag ja so gut. Weigel direkt auf Pulisic. Pulisic auf Isak. Schlechter Abschluss. Schlechter Abschluss. Ach Mann. Wir müssen das gewinnen. Das darf kein Unentschieden werden. Und trotzdem nur 12 Punkte auf Schalke. Das ist unfassbar, ne? Von 42 möglichen Punkten hat der Tabellenführer an sich nur in Anführungsstrichen 28 geholt. Ist ja nicht gerade viel, ne, für den Tabellenführer. Sehr gut, Hakimi. Ja, das war's. Leipzig gewinnt. Ich glaube, die letzte Aktion. Ja, dann noch so. Ich dachte, vielleicht kommt noch eine Chance. Nee. Nee. Aus und vorbei. Nur 2-2 gegen Freiburg. Ja. Das war's von heute dann. Und in der nächsten Episode geht's dann weiter mit einem Auswärtsspiel. Da bin ich mal sehr gespannt. Gegen Hoffenheim, die Tabellen 13. sind. Also, bis dann noch und habt noch einen schönen Tag. Ciao.